Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Oh, wie man wieder mal unschwer erkennen kann. Schweres Gepäck, Donau, 28 Grad. Und das schreit nach einem Overnighter. Und das mache ich auch jetzt. Ja, ich treffe jetzt auch einen alten Bekannten von mir, nämlich den Mike, den Austrian Bushman. Der bleibt bis am Abend da und dann geht er nach Hause. Und ich mache mir hier eine schöne Nacht. Also, ihr seid dabei, gehen wir. Das ändert sich von Mal zu Mal. So, der Mike mit seiner Frau geht jetzt nach Hause und ich bin jetzt alleine. Ich werde mir es jetzt alleine gemütlich machen. Der Mike hat da schon ein kleines Lagerfeuer gemacht. Das werde ich jetzt wieder entfachen, damit ich Glut habe. Mein Lager habe ich schon halbwegs aufgeschlagen, das werde ich noch fertig aufstellen und dann zeige ich euch das noch. So. Noch der Durchstechschutz drauf. Sicher, sicher. Für was haben wir den auch? Ja, dann legen wir auch gleich den Schlafsack auf. So. Wie gesagt, heute nur den Sommerschlafsack dabei. Und ja, schauen wir mal. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Mein Tarp und alles steht, meine Schlafstätte, und Feuerchen ist wieder am Lodern. Und jetzt fangen sie mal an zum bequem werden. Ja, wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr, also 20 Uhr, und es fängt auch jetzt an zum finster werden. Ja, Freunde, heute gibt es einmal Happa Happa. Und zwar habe ich heute so kleine Fleischlaberln dabei, die werde ich mir in die Pfanne schlagen. Dazu habe ich mir von zu Hause einen Kartoffelsalat mitgebracht, auch lecker. Ja, das sollte reichen und dazu habe ich noch ein paar so Babybells, die werden wir auch noch verzwicken. Stellen wir mal drauf, warten wir mal ein bisschen ab, bis das ordentlich heiß ist, das Öl. Hinein damit. Optimal. Die sind schon herrlich braun. Ja, die sind alle fertig und eine herrliche Farbe. Optimal. So, und jetzt lasse ich mir es einmal schmecken. Ja, herrlich. Bisschen einen Kartoffelsalat. Passt sehr gut dazu. Und noch seinen Babybell. Kurz vor 9. Also wieder mein gepflegtes Abendessen. Ja, Freunde, ich will euch jetzt nicht länger. Ich werde jetzt in Ruhe essen, solange es noch schön warm ist. Und dann schalte ich euch wieder dazu. So, jetzt mache ich mir noch ein Käfchen. Heute mache ich mir aber ein zartes, also ein fertiges, lösliches. Ja, jetzt ist es bereits 9:30 und da mache ich mir lieber so einen
Kaffeelatte. So. Ja, passt schon. Perfekt genug. Machen wir was. Ja, hatte ich schon lange keinen Kaffeelatte. Jo, Freunde, in dem Sinn sage ich mal wieder Prost an meine Krankensesseln, alle gesunden und sonstigen Prost, Freunde. Oh, ja, ist zwar nicht so gut wie der Filterkaffee, aber in der Not, wie heißt das so schön, in der Not frisst der Teufel alles, egal. Ja, Freunde, und jetzt wird es extrem gemütlich. Ja, schönes Plätzchen. Wie gesagt, wir haben jetzt kurz vor 9:45 ist es und wir haben immer noch 19 Grad. Also. Ja, Freunde, ich stelle jetzt ein bisschen das Gelaber ein, stelle die Kamera ab und den Scheinwerfer, will ich ein bisschen mit den Augen gewöhnen an die Nacht und ein bisschen den Naturtönen lauschen. Ich melde mich dann später noch einmal. Ja, und da wieder ein bisschen Zeit ist, schaue ich mir mal da ein Video an. Ja, dürfte wirklich so weit sein, dass der Frühling erwacht. Sieht man wahrscheinlich da nicht. Oh, das sind Fledermäuse, die sich da ein paar Insekten krallen. Jo, das Wetter ist nach wie vor top, ich genieße das. Bisschen Sterne angeschaut. Sternenklarer Himmel, also ich denke, die Nacht wird perfekt werden. So, schauen wir mal, ob sich das schon alles aufgeblustert hat ordentlich. Jo. Perfekt. Jetzt hoffe ich nur, dass der Wind nicht zu stark wird. Aber dann muss ich das tiefer spannen. Auch kein Problem. 10:30, 22:30 Uhr. Und es kommt jetzt leichter Wind auf. Ja, von den Temperaturen her gerade noch angenehm. Also falls es noch kälter wird, werde ich mir meine Jacke noch anziehen. Aber im Augenblick alles noch im grünen Bereich. So, gehen wir mal für kleine Jungs, muss auch sein. Ja, alles erledigt. Und jetzt wird es wieder gemütlich ein bisschen. Wow. Ja. Ja, da der Wind jetzt immer stärker geworden ist, habe ich mich dazu kurzzeitig umentschlossen. Und habe hier von der Seite, das ist eigentlich die windankommende, das da bis auf den Boden gespannt. Ja, eigentlich perfekt. Ja. Ja, ist auf alle Fälle gemütlich. Ah, ein paar Gelsen haben wir hier, aber wenn das Licht weg ist. Ja, ich denke, es wird eine gemütliche Nacht werden. Ja, ich richte mir jetzt noch einmal alles ein und dann melde ich mich noch einmal. Ja, Freunde, wir haben jetzt 23.30 Uhr. Wir haben immer noch 17 Grad. Und ich habe den Schlafsack noch nicht einmal geschlossen, so warm ist es eigentlich. Ja, aber in dem Sinn werde ich jetzt doch einmal die Augen schließen. Das Sandmännchen war auch schon da. Ich wünsche allen noch eine gute Nacht und man sieht sich morgen. Ja.
Ja, guten Morgen, Leute. Jo. Herrlich. Der Morgen ist schon erwacht. Ja, wir haben es jetzt 5:06 Uhr. Ist doch schon hell und 6 Uhr soll die Sonne aufgehen. Das heißt, Tagwache und den Sonnenaufgang will ich natürlich genießen. Ja, und da hinten kommt sie schon langsam durch. Wird noch ein bisschen dauern, werden wir mal mein Frühstück herrichten. Ich hatte sie ja gestern noch einmal umgespannt wegen dem aufkommenden Wind. Ja, aber der hat auch dann wieder nachgelassen, aber trotz allem, hier war ich super geschützt und hatte eine schöne Nacht. Ja, jetzt machen wir mal Frühstück. Ja, und pünktlich auf die Minute ist der Sonnenaufgang da. Herrlich. So, jetzt gibt's einmal ein Käffchen. Denn Frühstück muss sein. Ja, Sonnenaufgang herrlich, wird wieder ein wunderschöner Tag werden. Ja. Ja, heute gibt es einmal keine Eier mit Speck. Heute gibt es einmal was Süßes, ein KitKat. Ja. Und jetzt genieße ich eigentlich den Sonnenaufgang. Sehr schön. Ja, der ist auch schon fertig. Jawohl. Perfekt. Na, dann lassen wir ausbrennen. Ja, heute wieder mal ein richtiges Käffchen. Zum Frühstück gehört das. Herrlich anzusehen. Die Sonne scheint auf mich. Drüben steigt der Nebel dezent auf. Der Morgen da. Ja, hinter mir ein Specht. Jetzt einmal Prost an alle und guten Morgen. Ah, ja. Herrlich. Da brauchen wir noch so ein KitKat. Na, der macht hier einen ordentlichen Krawall. Herrlich. Wird sicher wieder ein perfekter Tag. Ja, da Donau ist es immer wieder schön. Einfach herrlich. Ein paar dezente Schäfchenwolken. Ja, aber die werden bald verschwunden sein, schätze ich. Ja, ich trinke jetzt noch mein Käffchen in Ruhe aus. Ja, sag einmal, ist jetzt eine Ruhe. Mach keinen Grab weiter. Ja, dann packe ich schön langsam zusammen. Dann geht's wieder mal heim zur Familie. Ja, nun wieder der Abwasch. Das bleibt uns ja nicht erspart.
kein Problem. Die sind echt super. Ja, alles gepackt und Plätzchen sauber zusammengeräumt, nichts liegen gelassen. Und jetzt geht's nach Hause. Hier wartet er sicher schon gespannt wieder auf meinen Schultern. Und Haruk! Und oben ist er. Ja, ein letzter Blick noch auf mein Platzerl. Das Gras stellt sich in ein paar Stunden wieder auf und die ersten Schiffe sind auch wieder unterwegs. Ja, los geht's. Ja, kleines Resümee zur Nacht. War eigentlich super. War eigentlich wie im Sommer. Hatte 12 Grad in der Nacht. Also Schlafsack hat vollkommen ausgereicht. Zum Glück habe ich die Wolldecke nicht noch eingepackt. Wäre komplett unnötig gewesen. Ja, hat mir wieder sehr gut gefallen und werde ich auch sicher heuer wieder öfters wiederholen. Vielleicht noch ein paar andere Plätzchen anschauen, ob es noch was gibt. Aber in dem Sinn gehen wir mal Richtung heimwärts. Jo Freunde, das war's einmal wieder von meinem Overnighter. Der erste, nicht dieses Jahr, aber der erste an der Donau. Puh, Gelsen sind auch schon wieder da. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und in dem Sinn, Servus die Malen und pfiat euch die Burma.